Inzwischen laufen in der ersten Dämmerung die drei Kreuzer weiter in den Fjord ein und erreichen an der schmalsten Stelle bei Oskarsborg Dröbak den inneren Festungsgürtel der Norweger. Hier muss der Verband unmittelbar unter den 28 cm Geschützen und an der Torpedobatterie von Oskarsborg vorbei. Die schweren Küstengeschütze eröffnen auf 500 Meter Entfernung das Feuer. Kreuzer Blücher erhält schwere Treffer. Zwei Torpedos der Torpedobatterie auf Kaholm besiegeln das Schicksal des stolzen Schiffes. Die Kreuzer Emden und Lützow landen ihre Truppentransporte in Sohn. Dem Vormarsch nach Oslo wird kein wesentlicher Widerstand entgegengesetzt. Die Torpedobatterie, der Blücher zum Opfer gefallen ist, sie ist im Felsen versteckt eingebaut. Der Torpedo wird zu Wasser gebracht. Hier die Zieleinrichtung. Und das ist die Auslösung für den Torpedo. Die Beobachtungsschlitze waren mit einer Gartenhecke sehr gut getarnt. Noch ist der Wasserweg durch die Festung Oskarsborg gesperrt. Sie wird am 9. April von Lützow mit schwerer Artillerie beschossen, dann von deutschen Kampfflugzeugen mit Bomben belegt, bis sie den Widerstand aufgibt. Jetzt ist auch der Wasserweg nach Oslo frei. Der Kreuzer Emden hat im Hafen von Oslo festgemacht. Die Verwundeten des Blücher werden an Land gebracht. Den Toten wird die letzte Ehre erwiesen.